hardest rapper, cause I am. I slam this rocking shit, but I'm ash made so damn. Also wir sind ja hier in Offenburg, ich komme aus dem fernen Köln und wir sind hier für den Videodreh zu meiner Single Pop 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 und Impulswerk baut hinten schon auf, sieht man. Wir kriegen eine fette Feuerwand von denen und ja, ich denke, das wird es auf jeden Fall aufwerten und es wird, wird ein gutes Feature im Video. Also ich mache generell vielerlei, also ich habe eine Crossover-Band, ich mache viel Drum and Bass, aber dieses Mal geht es um mein Solo-Album, 5 to Life wird es heißen, 5 Tracks plus Remixe plus Videos und es ist letztendlich Rap, aber also es ist schon auch da ein Crossover aus vielen verschiedenen Stilen, Rap-Vocals, aber viel aggressive Dubstep-Sounds, es hat schon noch den Hip-Hop-Vibe, aber es ist eher nicht der typische Hip-Hop, den man kennt, sondern etwas, was einem schon mehr ins Gesicht springt und umhaut. Ja, also Leon habe ich damals im Europa-Park kennengelernt bei einer Horrorshow, in der wir zusammen aufgetreten sind. Und er hat damals schon eine Planung gehabt, Solo aufzutreten und Solo-Platte zu machen. Und da habe ich ihm einfach angeboten, seine Videos dafür zu machen. Und so kam es dann zustande. Für den Song Pop von Leon Fuller haben wir uns vorgestellt, dass da eine riesige Feuerwand im Hintergrund sein sollte. Und da haben wir nette Unterstützung von Christina und Olli von Impulswerk aus Freiburg bekommen. Also ganz klassisch sind eben die Feuerwerke, Bühnenfeuerwerke oder ganz oft natürlich Hochzeitsfeuerwerke. Manchmal Musiksynchron, also dass wirklich zu jedem Effekt am Himmel entsprechende Musik läuft. Und dann haben wir eben so Sachen, die mit Feuer, mit Wasser oder Nebel arbeiten. So unser Spezialgebiet sind wirklich Flammen. Da haben wir damit angefangen. Es ist auch keine Pyrotechnik, zumindest nicht im gesetzlichen Sinne, weil kein Schwarzpulver dabei beteiligt ist, sondern einfach nur ein Brennstoff. Und wir haben Flammen im Vermietpark bis 20 Meter Höhe, die dann auch musiksynchron laufen. Auf dem ZMF waren wir mal und dieses Jahr ganz groß haben wir die Feuershow gemacht von der Kulturinvasion Haslach in Freiburg.